Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video Julian. Tag. Und ich bin's, der Micha. Hallo, und wir unboxen uns endlich durch das Booster Display des Hauptsets 2020 mit Verlosung. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, vor uns liegt es, ne? Da das ist es Display. Endlich. Ja, 36 Liter Packungen sind drin. Aber eben ganz kurz vorweg gibt es hier eine Verlosung, die ist sponsert von Blackfire. Und da hauen wir diesmal eine Battleground Edition Mountain Playmat raus. Ich falte sie mal einmal kurz aus. Da nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Und dann habt ihr hier so eine coole Battleground Playmat. Ne? Also macht da, oder ihr habt die Chance, die zu gewinnen. Also macht da mit. Machen ja mehr mit, so nach dem Motto. Aber wir gehen jetzt erstmal mit Dr. Messer. Gehen wir mal hier. Ja. In Display rein. Wir machen wieder halb ja. Und dann es sind ja von uns sind ganz viele Videos online. Wir unboxen die Planeswalker Decks, haben Pre-Release Pack geöffnet und euch vorgestellt und machen noch weiter mit dem jetzt auch deutschsprachigen Bundle wird es noch geben. Wir werden die Themenbooster noch vorstellen. Ja. Ne? Ja, da gibt es also noch viel zu entdecken. Ihr könnt auch mal sonst gerne in die News reinschauen. Da haben wir die Highlights der Serien vorgestellt, vornehmlich die Rare-Karten. Wir hüpfen jetzt auch immer so durch und gucken, was passiert. Ne? Also, okay. Mein Ziel ist es heute, Wu Yangling in Foil zu öffnen. Ja, mal gucken, das ist mein Ziel. Gucken, was kommt. So, also. Wir schauen. So, Kaplan in der Morgendämmerung. Haben wir, ne, also, wenn ich das noch nicht kenne, dann gebe ich Bescheid. So, wilde Anrufung. Standhafter Wächter, Netzwurfspinner, Gedankenzersetzung, Feuerelementar. Jetzt, die Hauptserie ist ja ein bisschen klassischer. So, blutgetränkter Altar, 6 Mana. Tappen mit 2 Verlebenspunkte, wirf eine Karte ab, opfere eine Kreatur, erzeuge einen 5-5 schwarzen Dämon-Kreaturenspiel mit Flugfähigkeit. Aktiviere sich Fähigkeit nutzt am Zeitpunkt, in dem noch eine Hexerei wirken würde. Den hätten wir in unserem Sealtech gebrauchen können. Das ist ja so eine Leichenritter. Und wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Mhm. Kryptische Höhlen. Gehängter Scharfrichter. 3 Mana, 1-1 fliegen. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1 weißen Geistkreaturen, spielt man mit einer Flugfähigkeit. Und schicke ihn ins Spiel, schicke ihn ins Exil, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. So, das ist meine Rare. Und als Rare-Karte Dracoset Schlund der Flammen für 7 Mana, 7-7 fliegen. Immer wenn Dracoset Schlund der Flammen angreift, fügt er einem Ziel deiner Wahl 4 Schadenspunkte und bis zu 2 anderen Zielen deiner Wahl je 3 Schadenspunkte. Den, das ist eine Bombe, die brauchst du im Sealed. Ja. Ne? Also wirklich im Pre-Release-Pack. Wir haben so eine Pumpe haben wir leider nicht gezogen. Ja. Das war gerade bei mir so, ich schreck so zurück. Eine Chandra? Aber nein, das war keine Chandra. Ich dachte, okay, das wäre erst eine Chandra. Aber gut, so. Jo. Ja. Bataillonsoldat, ja, wunderbarerweise lassen. Das ist eine gute Mildkarte, Angriff von oben. Beginn der LS, ja. Geschenk des Paradieses, ja. Einäschern. Zwang. Rückruf, schickt Karte zurück, ja, wilde Abscheulichkeit, Todesbüro, okay. Fellholz, Pferdensuchung, er sagt, schau die obersten 4 Karten der Bibliothek an, du kannst auf eine Kreaturenkarte offen Vorzug auf deine Hand nehmen, legen den Rest zur völligen Reihenfolge unter deinem Bibliothek, alles klar. Gut, entfesselte Wut, ja, kennen wir. Zauberbuchgebundener Lich. Lich. 1-3, Todesbüro, Lebensverknüpfung. Boah. Immer wenn der ins Spiel kommt oder einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte, wirf dann eine Karte ab. Also den mach ich. Maske der Verbrennung. Für 2 Mana, wenn sie ins Spiel kommt, erzeugt ein 1-1 roten Elementarwesen Kreaturenspielstand und legt die Maske der Verbrennung dann an ihn an. Die ausgerüstete Kreatur hat, opfere diese Kreatur, so fügt am Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Und ausrüsten 2. Lilien der Leere, das ist eine bessere Rare. Wenn sie Spiel auf der Startseite ist, kannst du die Partie mit ihrem Spiel beginnen. Falls eine Karte von irgendwoher auf den Friedhof des Gegners gelegt würde, schicke sie sich ins Exil. Das ist keine Karte jetzt für Sealtech-Format, aber ist sonst eigentlich eine wertige Rare-Karte. Friedliche Wucht, ja, und ein Soldatentoken. Icke. Icke, die Dicke. Ja. So, Graven-Piranhas. 3-3 Verteidiger. Okay, jetzt haben wir noch. Morland-Inquisitor. Untoter Diener. Wenn der ins Spiel kommt, erzeuge für jede Karte namens Untoter Diener in deinem Friedhof einen 2-2 schwarzen Zombie-Kreatur. Wenn du den dreimal im Friedhof hast, ne? Ja. Fehlmissetäterin fliegend. Das haben wir also auch pro Farbe. Ja. Herrschaftsvampir, Wolkensiebenseherin, verräterische Tat, schmerzvolles Absaugen, das ist die Kreaturenentfernung, Silberrücken-Schamane, den finde ich übrigens sehr gut. Für 5 Mana, 5-4 Trampelschaden. Und wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte.
Drachenmagier, weil ich bin hier voll in Drachendeckfarben. Ne? Sieben Mana, fünf fliegend, immer wenn der Drachenmagier einem Spieler Kampfschaden zufügt, wirft jener Spieler alle Karten aus seiner Hand ab und zieht dann sieben Karten. Das kann ihn auch totmilden. Ne? Ja. Entsprechend dann einfach. Ätherböe, bestimmt ein Zauberspruch oder eine bleibende Karte deiner Wahl, die rot oder grün ist, auf oben oder unter seiner Bibliothek. Also wir haben da immer in Feinfarben dann. Brack, geborener Meuchler. Für 2 Mana 2-1 aufblitzen, immer wenn du während des Zuges eines Gegners einen Zauberspruch bewegst, lege eine +1/+1 Mark auf den brackgeborenen Meuchler. Der kann also auch schnell größer werden. Ende der Geschichte. Neutralisiere eine aktivierte Fähigkeit, eine ausgelöste Fähigkeit oder einen legendären Zauberspruch deiner Wahl. Okay. Mhm. Und wildes Hochland und dann Golem-Tor. Ja. Dann bist du aber jetzt sehr blaulastig. Sehr blaulastig, ja. Okay. Was kommt denn bei dir? Geile Karten. Mhm. Ja. So, Prismit, ja. Morgenrotengel. Westwind-Ansturm. Ja. Ja, Schlafparalyse. Schriftsammler. Mhm. Mord. Mord ist wieder dabei. Ist also einfach zerstöre eine Kreatur in der Wahl für 3 Mana, ja. Plünderin, ja. Tiefsinnwortenfeuchterin und Piraten waren dabei. So, Herold in der Sonne haben wir schon vorgestellt, ja. Mannigfaltiger Schlüssel, was macht der? Ein farbloses, ein Tapper, ein anderes Artefakt deiner Wahl oder eine Kreatur deiner Wahl kann diesem Zug nicht geblockt werden, ja. Fenlaurer kennen wir schon. No. Herbeiträumen für 4 Mana, schau die obersten 7 Karten der Bibliothek an, nimm 2 davon auf deine Hand, leg den Rest in zufällige Reihenfolge unter deine Bibliothek, ja. Und es macht nur voll drin. Ein Geist ist noch dabei. Okay. Gut. Bislang noch kein Booster-Code für Magic Arena in den Booster-Packungen. Ja. Du hältst einen Lebenspunkt dabei. Ich muss gesagt, wenn ihr spielt, kommt, zieht eine Karte, verzaubert die Kreatur Flugfähigkeit. Ja. Komm, man so 3 Booster freischaltet. Ja, sowas, ne? Genau. Aber der Wachstumszyklus, sehr gute Kampfkarte. Ja. Blutschläger, Schock. Natürliches Ende. Zerstörerischer Buddler. Erwachtes Riff 1-1, immer wenn das erwachte Riff oder ein anderes Elementarwesen unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, schau die oberste Karte deiner Bibliothek an, falls eine Länderkarte ist, kannst du sie getappt ins Spiel bringen. Falls du die Karte nicht ins Spiel bringst, nimm sie auf deine Hand, finde ich gut. Heulender Riese 7 Mana 5-5 Reichweite, wenn er ins Spiel kommt, erzeuge 2-2-2 grüne Wolf-Kreaturen-Spielsteine. Mhm. Meteor-Golem 7 Mana 3-3, wenn er ins Spiel kommt, zerstöre eine bleibende Nichtlandkarte deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Und Reiter der Flammen, da haben wir die erste Mythic Rare. Elementarwesen-Ritter für 5 Mana 6-5. Für ein rotes, ein beliebiges Pumpbar Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 und eile bis zum Ende des Zuges. Wenn der Reiter der Flammen ins Spiel kommt, wirf eine beliebige Anzahl an Karten ab und ziehe dann entsprechend viele Karten. Und wenn der Reiter der Flammen stirbt, fügt er allen Gegnern und allen Planeswalkern, die sie kontrollieren, je x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der Anzahl der Länderkarten in deinem Friedhof ist. Okay, das ist ein bisschen speziell, da müssen wir gucken, aber wir werfen ja was ab, dann sollten wir dafür natürlich entsprechend möglichst Länder abwerfen. Eine verlassene Ödnis sind voll noch. Jo. Okay. So, bei dir? Vogel. Morgenrot, Engel. Engel. Geh mal ein bisschen durch die Kammer durch. Die kennen wir ja größtenteils alle jetzt mittlerweile schon. Haben wir so viel von vorgestellt. Na. Chandras Katze. Mhm. So, Borkenhaut-Troll. Für 2 grüne Mana 2-2 kommt mit einer +1/+1 Mark ins Spiel. Und für ein beliebiges Mana entfernt man die +1/+1 Mark vom Borkenhaut-Troll. Und dann hält der Fluch sich ja bis Ende des Zuges. Den finde ich eigentlich gut. Mhm. Ja, Ogre-Belagerungsbrecher. Für 4 Mana 4-3 und für 4 Mana zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, der in diesem Zug bereits Schaden zugefügt wurde. Ja? Mhm. Jaroks Wellenschmetterer. 4 Mana 4-4 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, bringe eine andere Kreatur, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ah, kann man Faxen mitmachen. Makler des Blutes. Willis Makler des Blutes. 8 Mana 8-8 fliegend. Legendärer Dämon. Für ein schwarzes bezahlt 2 Lebenspunkte. Eine Kreatur in der Wahl hat -1/+1 bis zum Ende des Zuges. Aber immer wenn du Lebenspunkte verlierst, ziehe entsprechend viele Karten. Okay, der tauscht, also dass das Schwarz klassisch macht, tauscht einfach dann entsprechend Lebenspunkte gegen Karten ziehen. Und wir können auch andere Kreaturen ein bisschen schwächen da. So, hier nochmal der Hinweis auf das Ultra Pro Zubehör. Das soll ja eigentlich zum Release kommen. Der ist ja am 12. Juli ist der Release. Mhm. Hauptmann der Truppe, Wachsamkeit. Da wieder, auch spielbare Kammkarte. So. Mhm. Skorpion mit Todesberührung. Ja. Pazifismus, friedet eine Kreatur ein, die kann er nicht mehr angreifen oder blocken. Chandras Gewalt hat es wieder mit dabei. 4 Schadenspunkte auf eine Kreatur, 2 auf den Beherrscher. Fäulniskäfer. Schutz vor Grün. Auf Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, können keine +1/+1 Marken gelegt werden. Das ist wieder so eine reine Antikarte.
Handschuhe aus Licht für 3 Mana verzauberte Kreatur, L plus 0 plus 2, weist Kampfschaden in höhere Widerstandskraft in ihrer Stärke zu. Und die verzauberte Kreatur hat für 3 Mana enttappe diese Kreatur. Hüter der Insel Evos, den finde ich gut. Für 3 Mana 2-2 fliegen, Kreaturenzauber mit Flugfähigkeit, die Wirkskosten beim Wirken ein beliebiges weniger. Und Feld der Toten. Kommt getappt ins Spiel, erzeugt uns ein farbloses Mana. Immer Welt der Toten oder ein anderes Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. Falls du 7 oder mehr Länder mit unterschiedlichen Namen kontrollierst, erzeugt einen 2-2 schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstein. Und Sturzbach-Klippen und ein Elementarwesen-Token. Irgendwie machen die Token immer besser, finde ich. Ja, die sehen immer irgendwie runder aus, ne? So, also noch ein bisschen top-designter. Ja. Also in diesem Set finde ich das echt cool. Ja, das Hauptset 2020 ist ja einfach ein bisschen mehr easy to play. Ne? Also es also nicht, das sind wirklich die Magic-Basis-Sachen drin. Und ja, es ist nicht so kompliziert. Also wenn ihr anfangt, ist das eine super Sache. Wuchern ist Elementar. Für 3 Mana 3-2. Wenn es ins Spiel kommt, leg eine +1/+1 Marke auf ein anderes Elementarwesen, der da war, das du kontrollierst. Immer wenn eine andere Kreatur, die du konntest, stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Und falls die Kreatur ein Elementarwesen war, lege eine +1/+1 Marke auf das Wuchern Elementar. Mhm. Das finde ich gut. Ja. Meisterspleißer. 4 Mana 1-1, wenn er ins Spiel kommt, dann zeigt er 3-3 farblosen Golem-Artefakt-Kreaturen spielt. Und Golem, du kontrollierst, hat ein +1/+1. Das ist praktisch für der Golem, der Golem-Lord. Mystische Schmiede für 4 Mana. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte in der Bibliothek anschauen. Du kannst die oberste Karte in der Bibliothek wirken, falls es eine Artefaktkarte oder eine farblose Nichtlandkarte ist. Und bezahle einen Lebenspunkt, schicke die oberste Karte in der Bibliothek zu ziehen. Die ist halt entsprechend passend für genau solche Decks, was die Karte gerade schon vorgelesen hat. Also wenn wir farblos spielen mit reines Artefaktdeck oder so, da haben wir ja auch ein paar mehr Karten im Set zu drin. So, Friday Night Magic Hinweis, könnt ihr auch bei uns im Trading Card Superstore immer freitags immer zocken, da draften wir immer. Und weiter geht's. So. Himmelsritter Vorhut. Für 2 Mana 1-2 fliegend. Immer wenn Himmelsritter Vorhut angreift, erzeuge einen getappten und angreifenden 1-1 weißen Solarkreatur. Die ist super. Die ist richtig stark. Die ist echt stark, ja. Und ist ein Menschenritter. Also das heißt, da können wir nochmal den Stamm. Die finde ich auch richtig gut. Ja. Den Spektralen Sima finde ich aber auch richtig gut. Der ist halt, der hat Aufblitzen fliegend für 1-1 für 1 Mana. Und für 4 Mana können wir eine Karte ziehen nachher. Ja, das ist also gut. Die Karte kann was. Ahnenklinge für ein weißes, ein beliebiges Ausrüstung. Wenn die Ahnenklinge ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1 weißen Salatkreaturen-Spielstein und lege die Ahnenklinge dann an ihn an, also an den Spielstein. Die ausgerüstete Kreatur hält +1/+1 und ausrüsten von 1. Mhm. Also danach können wir es nur umausrüsten. Ja, ne? Ja. Wiederholter Widerhall, die macht ganz vieles wieder für 4 Mana. Wenn du das nächste Mal in dem Zug einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder eine Loyalitätsfähigkeit aktivierst, kopiere jenen Zauberspruch oder jene Fähigkeit 2-mal. Du kannst neue Ziele für die Kopien bestimmen. Sehr speziell. Aber in dem Fall, wenn man sie spielen will, dann kann die auch was in den Deck, indem man die spielt. Ja. Alleine kann sie nichts. Gut. So. Ja, Vogel. Gehen wir zu den Uncams hier. Die Kams haben wir schon oft genug gesehen. Machen wir ein bisschen Gimmagas da. Es sei denn, du merkst irgendwie, oh, die hätten wir noch nicht. So, da, todesbringende Umklammerung. Ein schwarzes, ein beliebiges Spontanzauber. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die beziehungsweise grün oder weiß ist. Du hältst einen Lebenspunkt dazu. Ah, da haben wir also sprechen, aber die einfach so anti-schwarz. Ja. Schatzworten der Drache. 5 Mana, 3-3 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuge 2 Schatzspielsteine. Ja, die haben wir wieder mit dabei. Ja. Entschuldigung. Niederreiben, mir fehlt der Kaffee. Niederreiten, 5 Mana. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+2 und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Koffeinsucht. Das ist ja Overrun, ist das. Ja. Für die Symmetrie haben wir im Pre-Release-Pack schon vorgestellt. Ja. Ja. Soldat. Okay. Friday Night. Also bisher bin ich ja mit der Mission noch am besten gefahren. Ne? Im Planeswalker soll erstmal kommen hier. Ah. Wir haben ja im Display, sollten wir, ich glaube im Schnitt hat man so 3 bis 4 Mystics drin, ne? Weißt du? Ja, 3 bis 4. Okay, so. Können natürlich aber auch 5 oder 6 sein, wenn man richtig Glück hat. Also 6. Düstermondvampirin, ein schwarzes 1-1, Todesberührung, Lebensverknüpfung. Sehr stark. Ja. Angesehener Waffenschmied, ein blaues, ein beliebiges 1-3. Für Tappen erzeugt uns 2 farblose Mana, wenn das Mana nur um Artefaktzauber zu wirken oder Fähigkeiten von Artefakten zu wirken. Und für ein blaues und Tappen durchsieht man die nach einer Karte namens Herzensstecher, Bogen oder Fiole mit Drachenfeuer. Zeige sie auch vor, nimm sie auf deine Hand und mische an deine Bibliothek. Also holt uns dann praktisch so Kombokarten raus. Goblin-Rädelsführer, sehr stark für ein Goblin-Deck. Aufseher aus Stahl, das ist so der super Artefaktlord, das ist auch eine teure Rare-Karte gewesen. Mal gucken, wo die sich jetzt preislich so bildet.
Für zwei farblose Mana 1-1, lege auf jede Artefakt-Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Mana-Marke für Tappen. Den finde ich richtig super. Und der ist nicht legendär. Das heißt, wir können da sogar noch mehrere von im Spiel nachher haben auch. Also die kann was. Gibt's. So, was geht bei dir? So, was geht bei mir? Ja, gute Frage. So. Entstellen. Ist wieder da. Finde ich sehr, auch eine sehr gute Karte. Ankam. Ein schwarzes Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl hat -2/-2, bis du eines Zuges. Die ist sehr gut. Nochmal, dann lesen wir ihn mal vor, wenn er zweimal kommt. Ja, okay. Eile, 2/2 für 4 Mana. Wenn er ins Spiel kommt, decke die obersten 4 Karten deiner Bibliothek auf, nimm alle Goblin-Karten, die auf diese Weise aufgedeckt wurden, auf deine Hand und leg den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Also der bringt uns einfach den Kartenvorteil an Goblins. Blut für Knochen, 4 Mana. Opfer eine Kreatur zusätzliche Kosten, um zum Beispiel zu wirken. Bringe eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof ins Spiel zurück und bringe dann eine andere Kreaturenkarte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Blut. Oh, der schwarze Reiter. Der ist, glaube ich, sogar der coolste. Für 5 Mana, 4/5, Elementarwesen Ritter, Lebensverknüpfung. Wenn der Reiter der Nacht ins Spiel kommt, kannst du eine andere Kreatur opfern. Wenn du dies tust, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Ja, schwarz will er ihm opfern. Wenn der Reiter der Nacht stirbt, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit umgewandeltem Mana-Kosten von 3 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Schussfachtippen und Dämon. Welchen gerade? Ich glaube, ich finde den roten Reiter doch besser. Allein schon deswegen, weil ich ihn gezogen habe. Aber sind beide gut. Nee, ich finde den schwarzen besser. Ja, ja, wenn wir aufeinander treffen. Wenn ich finde den schwarzen treffen. Wirklich besser. So, Erlebnisverknüpfe sind natürlich auch stark. Ja. Aber der rote ist stärker als der schwarze. Nein. So. Ich finde den schwarzen stark. So, Sturm sind ein Blitzbote. Blau-Rot 2/2, fliegend Eile. Ja. Das ist ein Elementarwesen. Das kann man entsprechend auch einfach dann Elementarwesen in den Izzet-Farben spielen, dann, ne? Elementarwesen-Deck. Glutschepper, 2/2, opfer ihn und er fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Also du kannst halt ein Goblin-Deck bauen, du kannst ein Inventarwesen bauen. Hammer des Kolossus, da gab es schon direkt eine Totschlag-Kombo mit, denn das ist ein Equipment für 1 und die aufgerüstete Kreatur erhält +10/+10 und verliert Flugfähigkeit. Ne? Und ausrüsten 8, das kann man aber mit Tricks umgehen, dass du direkt so ausrüsten kannst. Also da kann man mit Tricks rumbauen. Okay, nochmal eine Mythic Rare. Omnath, der Sammelpunkt der Turbulenz. Für beliebig grün, blau, rot. Eine 3/3 legendäre Elementarwesen-Kreatur. Wenn Omnath, der Sammelpunkt der Turbulenz ins Spiel kommt, fügt er einem Ziel deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Elementarwesen kontrollierst. Aber das ist also unser Elementarwesen-Lord. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf ein Elementarwesen deiner Wahl, das du kontrollierst. Falls du 8 oder mehr Länder kontrollierst, ziehe eine Karte. Ja. Okay. No? Also du kannst auf jeden Fall, also die Mythics sind auch oftmals mehrfach, also mehrere mehrfarbige Rares drin. Und mal gucken, was denn so kommt jetzt hier. Also wir haben ja noch einen guten Schwung an Boostern, ist er noch da? Ja. So. Eisenwurz Kriegsfürst. Für 3 Mana Sternchen 5. Die Stärke des Eisenwurz Kriegsfürsten ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Und für 5 Mana erzeuge ein 1/1 weißen Salat Kreaturenspielstein. Ja. Schrottsammler, für 3 Mana 2/1, opfer den Schrottsammler, bestimme eine bleibende Karte deiner Wahl, die in deinem Friedhof, die in deinem Zug aus dem Spiel dort hingelegt wurde, bringe sie auf deine Hand zurück. Ja. Brontodon ist wieder da, finde ich gut. Für 3 Mana 3/4 kann man opfern, zerstört einen Artefakt oder Verzauberung. Und für 3 Mana 3/4, ne? Da hast du die Chandra. Okay, du hast ihn doch besser gezogen als ich jetzt. Ja, okay. Ja. Chandra, erwachtes Inferno in der Mythic Rare Variante. Ja, für 6 Mana, 6 Loyalitätsmarken, legendärer Planeswalker Chandra. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Für +2, jeder Gegner erhält ein Emblem. Mit zu Beginn deines Versorgungssegments fügt dir dieses Emblem einen Schadenspunkt zu. Und wie Matthias uns aufgeklärt hat, kriegt man Embleme nicht mehr weg. Ne? Ja. Das heißt, jetzt kannst du ihm nochmal ein Emblem geben. Kann man denn mehrere davon legen? Ja, leider ja. Für -3. Chandra erwachtes Inferno fügt jeder Nicht-Elementarwesen-Kreatur 3 Schadenspunkte zu. Das ist dann so der Elementarwesen-Backlord, ja, ne? Ja, klar. Ja. Und für -x können wir also auch direkt machen. Chandra erwachtes Inferno fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Falls eine bleibende Karte, der auf diese Weise Schaden zugefügt wurde, in diesem Zug sterben würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Ja. Aber? Ich würde sagen, jetzt liegst du vorne. Ich stand die ganze Zeit vorne. Ja. Aber ja, die ist krass. Also, auch wenn man Embleme schon stacken kann, so, ne, dann ist das ja erst so immer so ein Schaden, dann 2 Schaden, dann 3 Schaden. Ja, klar. Schaden.
Damit gewinnst du. Ja, plus eins. Natürlich. Du musst Chandra nur beschützen und dann gewinnst du damit. Ja. Zeit des Wachstums. Wäre auch eine sehr gute Ankampfkarte. Ein grünes, eine beliebige Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, wendet der Hellsicht 1 an. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der eine Kreatur, die du kontrollierst, zum als Zieler ziele, ziehe eine Karte. Ja. Und das, da hat Jenner sich auch deutlich mitgezogen, ja, in den Duellvideos, die noch kommen werden. Ja, Portal der Zuflucht. Ein blaues, zwei beliebige Artefakt, ein blaues Artefakt hier. Für ein beliebiges Mana untappen, bringe eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, und jede an sie angelegte Aura auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Aktiviere die Fähigkeit nur während deines Zuges. Und nochmal den Schlund der Flamme, den hatten wir schon in Folge gezogen, deswegen lesen wir nicht nochmal vor. Und Adanis Rudel Mitglied mit so einem Bild. So, auf so, so anderen Karten sind das nicht so ungefähr auf der Hälfte. Ich habe hier noch 2, 4, 6, 8, 10 Buchstaben. So. Das kann sein. Mhm. Dann sollten wir uns auch jetzt so langsam wiederholen. Hatten wir schon. Der Vergeltungsstab fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Wenn er aus dem Spiel auf den Friedhof gelegt wird, fügt er einem Ziel deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Ja. Ein Schadenspunkt, nicht 3 Schadenspunkte. Ja, ja. Brutzeln, ja. Artemis ist die Allsehende, für 6 Mana, 4-5 fliegend. Ziehe 2 Karten, wirf dann eine Karte ab für 3 Mana. Immer wenn Artemis die Allsehende einem Gegner Schaden zufügt, kannst du die Karten auf deiner Hand offen vorzeigen. Falls du auf diese Weise mindestens 6 Karten mit unterschiedlichen umgewandelten Mana-Kosten vorzeigen kannst, verliert jener Spieler die Partie. Oh, das ist natürlich dann sehr spannend. Das, ne? ist eine Win-Option, die ist dann schon heftig. Okay, muss man auch ein bisschen passend machen. Aber da gibt es ja genug Magic-Spieler, die das machen wollen. Ja. So, jetzt ein bisschen schneller hier. Modaranken Renaturierung für 5 Mana, Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, erhältst du einen Nebenpunkt dazu und ziehst eine Karte. Super. Ja, das speziell, aber ich denke ja so an so ein bisschen so Sealed. Chandras Feuerspruch, das ist eine sehr starke Karte für 3 Mana, 1-3 fliegend, Elementarwesen. Immer wenn einem Gegner nicht Kampfschaden zugefügt wird, erhält Chandras Feuerspruch plus 3 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Und das kannst du ja mit plus 1 machen, ja, plus 2 machen. Ja. Das ist ja mega stark. Chandras, ja, und Chandras, ich habe dann Chandras Regulator gezogen. Ach, wieso nicht, ja, ne? Für ein rotes, ein beliebiges, legendäres Artefakt. Immer wenn du eine Loyalitätsfähigkeit eines Chandra Planeswalkers aktivierst, kannst du 1 bezahlen. Falls du dies tust, kopiere die Fähigkeit. Du kannst dann neue Ziele für Kopien bestimmen. Eines Chandras Planeswalkers. Ja. Und für ein beliebiges Zappen, wirf eine Gebirgskarte oder eine rote Karte ab, ziehe eine Karte. Sich entfaltende Wildnis, Rückruf und Foil, auch schön. Ja. Chandra ist einfach mega schön. Chandra und Chandra Regulator, das hat ja schon mal gepasst hier in den Displays. Ja, ja, ja. Ich finde Chandra sowieso sehr stark. Ich möchte das in Sorin Planeswalker ziehen. Ich will Mu Yang Ling ziehen. Ja. So. Mu Yang Ling. Himmelsblaues Garda, für 2 Mana 1-1 Fliegenschutz vor Rot, opfere ihn, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, der dich als Ziel hat, okay? Ich kann sie auch einfach so ziehen. Mitreißender Wirbel, 6 Mana, bringe bis zu 3 Kreaturen deiner Wahl auf den Besitzer zurück, ja, und Verliesgeist, auch eine schöne Rare-Karte für 4 Mana, 3-3, fliegender Geist. Wenn er ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die eine Gegner kontrolliert, die Kreatur enttappt nicht, während es enttappt, wenn du sie aus beherrschst, solange du den Verliesgeist kontrollierst, okay? Aber ich habe einen Voll, pass auf, jetzt muss ich am Link. Wilder Vollfall, okay. Und das Emblem, das brauchten also wir auch noch, ne? Ja. Aber hier kriegst du mal jetzt einen Schaden, ne? Ja, steht auch Emblem drauf, steht nicht Artefakt drauf, ja. Das ist ein Emblem. Ja. Ja, ja, klar. So ist es. Fällt dir übrigens auf, dass ich die Booster nicht mehr mit den Zähnen öffne? Ich mach das jetzt ganz geschickt. Ja, das musst du so machen, guck. Ja, mach doch. Ja? Ja? Ob ich es noch nicht mehr gekriegt. Ja. Wachstumszyklus. Hast du es gelernt? Endlich? Ist der Wahnsinn. Ich habe die kleine Chandra, Pyromagier Novizin, für 4 Mana, 5 Leute Hessmagen. Für plus 1 Elementarwesen, du kontrollierst Erden plus 2 plus 0 bis zu deines Zuges. Für ein Elementarwesen, der ist super. Für minus 1 erzeugt es 2 rote Mana und für minus 2 Chandra, Pyromagier Novizin fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Auch die ist gut. Leute, meine Pegasus ist für 1 Mana 2-1 kann weder alleine angreifen oder noch alleine blocken, aber wenn man davon 2 hat, dann können die zusammen angreifen oder zusammen blocken. Schutz ein Band für ein blaues verzauberte Kreatur plus 0 plus 2 und für Tappen ziehe eine Karte, wirf eine Karte ab. Und da, Ketis, die versteckte Hand. Da sind wir entsprechend wirklich in weiß, schwarz, grün, muss man also wirklich drum rumbauen. Elfberater, 3-4 legendäre Zaubersprüche, die du wirkst, kosten beim Wirken ein beliebiges weniger. Schicke 2 legendäre Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Bis zum Ende des Zuges erhält jede legendäre Karte in deinem Friedhof. Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof spielen. Ne? Ich stehe ja auf sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss schon sagen, wir hatten echt Glück, das ist ja schon die 5. Mythic. Ja. Das ist nicht so oft. Ah, ich sehe trotzdem noch den Sohn. Ja, okay. Dann voll so, ne? Ja, genau. Ja. Und ich muss Yang Lingen voll. Machen wir, ne? Ja. Easy. So, lichtstrahlender Adler für 3 Mana 2-3 fliegend, andere fliegende Kreaturen, die du kontrollierst. Der ist richtig, mega. Der ist richtig gut. Ja, entfesselte Wut, okay, kennen wir.
Engel der Lebenskraft, auch schöne Karte. 2-2 für 3 Mana fliegen. Falls du Lebenspunkte dazu erhalten würdest, erhältst du stattdessen so viele Lebenspunkte plus 1 dazu. Und zum ersten Mal muss man ein Ziel erreichen im Magic und wird dann belohnt. Nämlich der Engel der Lebenskraft erhält +2/+2, solange du 25 oder mehr Lebenspunkte hast. Das ist auch neu im Magic. Finde ich aber auch richtig gut. Der ist auch sehr schön. Ritter der Ebenholzlegion. Für ein schwarzes Mana 1-2 Vampirritter. Und für 3 Mana der Ritter der Ebenholzlegion erhält +3/+3 und Todesbüro, bis zum Ende des Zuges. Und zu Beginn deines Endsegments und falls ein Spieler in diesem Zug 4 oder mehr Lebenspunkte verloren hat, was er dann ja später auch selber kann, so gesehen, wenn er durchkommt, lege eine +1/+1 Marke auf den Ritter der Ebenholzlegion. Jo. Neuer Bundle-Inhalt. Ja. Das werden wir dann ja zeigen. Da werde ich auch noch unboxen. So. Zack. Das klingt gut, was da steht. Totengräber. Aber ich verrate es euch nicht. Weltenreinigung. Macht einmal alles klar. Mhm. Klärt alles. Tötet alles. Du bist dran. Damit werden die Bundles noch geiler. Ja. Bundles sind so eine super Sache. Ja. Ja, ich freue mich auf Spiel, es wird einfach easy to play. So, ne, hatten wir schon. Ja, Luftakrobatin, die ist auch gut. Viele Karten, die auch besser sind, sind auch schon in den Planeswalker-Decks drin. Fällt mir gerade mal so auf. Ne? Also, die haben sie wirklich gut gemacht. Ja, die ist zum Beispiel im Planeswalker-Deck drin. Für 3 Mana 2-3 fliegend. Immer wenn du Lebenspunkt dazu hältst, lege eine +1/+1 Marke auf die blutdrückende Luftakrobatin. Ne? Sternenhimmel Mystica. Für 2 Mana Verzauberungszauber, die du wirkst, kosten beim Wirken ein beliebiges weniger. 2-2 ist er. Und immer wenn eine Verzauberung, die du kontrollierst, aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, lege ein +1/+1 Mark auf den Sternenhimmel Mystica. So. Okay. Ja. Aber es geht. Kannst schneller. Ja, ich kann das ja vorher schon mal so ein bisschen anfingern, bevor du dann gerade fertig wirst, so gesehen. Wille der Götter. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe, die du bestimmst und hält dich 1. Das war auch eine Karte. Ja, Diamantritter. Wachsamkeit für 3 Mana 1-1. Sowie der Diamantritter angreift, bestimme eine Farbe. Immer wenn du einen Zauberspruch der beliebigen Farbe wirkst, lege eine +1/+1 Mark auf den Diamantritter. Ja, der wird also dann entsprechend schnell stark. Wolfsreiter-Sattel. Für 4 Mana Ausrüstung. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuge einen 2-2 grünen Wolf-Kreaturen-Spielstand und lege den Wolfsreiter-Sattel dann an ihn an. Die verzauberte Kreatur hält +1/+1 und kann nicht von mehr als einer Kreatur blocken. Ich glaube, du kannst ein Wolf-Deck bauen, wo du ganz viele Wolf-Tokens reinbringst. Wir haben ja schon so viele Wolf-Karten gehabt. Marodierender Raptor, der ist auch gut. Ja, für 2 Mana 2-3. Kreaturenzauber, die du wirkst, kosten beim Wirken ein weniger. Immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, fügt dir der marodierende Raptor 2 Schadenspunkte zu. Falls einem Dinosaurier auf diese Weise Schaden zugefügt wird, erhält der marodierende Raptor +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Vielleicht baue ich mir doch so ein Deck. Für der Kreatur 2 Schadenspunkte zu. Mit irgendwie, muss man gucken. Also früher Dinos, ne, Ixalan mit Erzürn, mega krass. Weil dann kannst du halt immer, macht es die Fähigkeit so. Mhm. Immer wenn der Dino halt Schaden kriegt so. Und dann Polyraptor, das ist eine unendliche Kombo. Mhm. Hat man schon? Haben wir schon. Gedankensetzung, so sieht Julian morgens aus, wenn er aufsteht. So, 6 Mana kann ich neutralisiert werden. Ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand vor. Schicke alle Karten, die weder Kreatur noch Länder sind, aus der Hand und aus dem Friedhof des Spielers ins Exil. Du musst meinen Kopf dann machen. Und Donnersippen-Erwecker. Für 2 Mana 1-2 Eile Elementarwesen-Schamane. Immer wenn der Donnersippen-Erwecker angreift, bestimme eine Elementarwesen-Kreaturenkarte in deiner Wahl in einem Friedhof, deren Widerstandskraft kleiner ist als die des Donnersippen-Erweckers. Bringe sie getappt und angreifend ins Spiel zurück, obwohl sie zu Beginn des nächsten Endsegments. Da müssen wir also ein bisschen gucken, dass wir den irgendwie verstärken. Ohne mal den Rattel voll und Schatzdorf. Aber eigentlich ist das dann ja nur eine endliche Kombo mit dem Dino, ne? Inwiefern? Du hast ihn und spielst Polyraptor, der kriegt 2 Schaden. Also da ist wieder ein Dino, unberechenbarer Ceratops. Für 4 Mana 5-4, Dinosaurier, kann nicht neutralisiert werden, Schutz vor Blau. Und für Grün, der unberechenbare Ceratops erhält bis zum Ende des Zuges entweder Reichweite, Eile oder verursacht Trampelschaden. Mhm. Finde ich gut. Was wolltest du sagen? Ich muss mir den Ding mal gleich durchlesen. Was könnte vielleicht eine unendliche Kombo sein? Weil 5 Booster, genau. Der halt immer 2 Schaden macht, ne? Und du spielst einen Polyraptor, der kriegt 2 Schaden. Der erzeugt dann noch einen Polyraptor, ne? Weil es ja seine Fähigkeit ist. Und die kriegt dann wieder 2 Schaden.
Und dann nochmal. Muss man durchlesen, ja. Hoppeltrottel ist Reprint für 3 Mana 2/2, erzeugt Mana einer beliebigen Farbe und eine Kreatur deiner Wahl hat bis zum Ende des Zuges ein oder mehrere Farben, die du bestimmst. Weil das wäre dann mega krass. Mhm. Pegasus, was hatten wir? Ja. Wir haben Tempel in mehreren Farben, ne? Kommt getappt ins Spiel. Wenn er ins Spiel kommt, wende Hellsicht 1 an und dann bekommen wir blaues oder rotes Mana, ohne Schaden zu bekommen. Ja. Ja. Einfach so ein bisschen, dass wir da durchs Deck gucken können. Obwohl, deine Rares hast du da alle hingelegt. Oder? Ich habe meine Rares alle hingelegt, ja. Ja, so. Sakrales Dekret für 2 Mana. Schicke eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, der rot oder schwarz ist, ins Exil, wenn er jetzt da wieder entsprechend eine Antikarte. Ich habe die an, guck mal, wir haben alle 3 Chandras gezogen. Die Rare Chandra haben wir auch noch da. Dienerin des Feuers für 3 Mana, 4 Loyalitätsmarken. Für 0 lege auf jeden roten Planeswalker, den du kontrollierst, eine Loyalitätsmarke. Für 0 erzeuge 2/1/1 rote Elementarwesen-Kreaturen, Spielsteine. Sie erhalten Eile, Opfer sie zu Beginn des nächsten Endsegments. Und für -2, du kannst eine spontane Zauberdeckereikarte deiner Waffe unverwertet Mana kosten von 3 oder weniger aus deinem Friedhof wirken. Und falls die Karte in diesem Zug in den Friedhof gelegt werden würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Zack. Und Ajangs-Voodoo-Mitglied als Token. So, ja, immer. Ich habe noch 4. Immer wenn eine andere Karte ins Spiel kommt. Ja. Sieht das dann? Was? Wenn du eine Kopie machst? Also. Ja, die kommt dann ja ins Spiel. Boah, das ist krass. Ja, das ist nur ein endliches Kombo. Und er wird immer stärker. Immer +2/+0. Wenn er mit ihm nur 2 Schaden macht. Okay. Käfig des Totengräbers. Ah, das ist auch wieder ein Reprint. Ein beliebiges Mana, Artefakt, Kreaturen, Karten können nicht aus Friedhöfen oder Bibliotheken ins Spiel kommen und Spieler können keine Zaubersprüche aus Friedhöfen oder Bibliotheken wirken. Das ist einfach eine Karte, die ist dann auch für die Turnierspieler interessanter, weil sie zum einen wieder standardlegal ist und wird auch im Modern-Format gespielt und ist einfach wieder da. Man kommt also einfach wieder günstig wieder ran. Ja. Ich habe auch jetzt noch 4 Muster. Ja, ja, ich bin da angefangen. Schleier des Sommers, ein grünes. Ziehe eine Karte, falls ein Gegner in diesem Zauberspruch einen blauen oder schwarzen Zauberspruch gewirkt hat. Zaubersprüche, die du kontrollierst, können in diesem Zug nicht neutralisiert werden. Du und bleibende Karten, die du kontrollierst, erhalten Fluchsicherheit vor blau, vor schwarz, bis zum nächsten Zug ist. Wieder unterfangen, ja, und zack. Okay. Komm, Sorin, wo bist du? Komm zu mir, Sorin. Eigentlich kann man ja bestimmt auch mit Vampiren ein bisschen spielen. Also im Planeswalker-Deck ist ja nochmal richtig cooler Vampirlord. Rechtsstaatlichkeit war früher mal rare. Ein weißes, 2 beliebige Verzauberung. Kein Spieler kann mehr als einen Zauberspruch pro Zug wirken. Das ist krass. Mhm. Ja, deswegen, die war früher mal rare. Sausender Versänger. Für 4 Mana 1/1 Elementarwesen. Wenn der sausende Versänger ins Spiel kommt, erzeuge 2/1/1 rote Elementarwesen-Kreaturen, Spielsteine. Elementarwesen, die du kontrollierst, erhalten Eile bis zum Ende des Zuges. Feld der Toten, hatten wir schon. Okay, Dornenfälle und eine Gierklaue in Voll. Okay. Ach. So, drittletzter. So, komm, gib mir noch was richtig Geiles. Gib mir noch mal was richtig Geiles. Komm, geil, komm. Kriechender Pfadbrenner. Andere Elementarwesen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0. Für 2 Mana ist er selber 2/2. Und für 4 Mana, der kriechende Pfadbrenner erhält für jedes Elementarwesen, das du kontrollierst, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Also, Elementarwesen ist so stark. Es wird ein Deck, das werden definitiv mehrere spielen wollen. Macht der Massen, passt da auch rein. Ne? Jede Kreatur eine Kreatur deiner Wahl erhält für jede Kreatur, die du kontrollierst, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Ende der Geschichte hatten wir schon. Und nochmal ein Chandra einlegen. So, komm jetzt hier. Mhm. Ja, du bist ja schon happy, weil du Zander gezogen hast, ne? Die Reiter haben auch 2 Stück, ja. Passt doch. Lehmbodenschamane, 3/2 für 3 Mana. Wenn er ins Spiel kommt, mischt ein Spieler seiner Wahl eine beliebige Anzahl an Karten aus seinem Friedhof in seine Bibliothek. Spitzenfechter für 2 Mana 1/1, Doppelschlag. Ach, dann hast du mir mal gerade vorgestellt. Und Lotusfeld, das ist eine teurere Rare-Karte. Natürlich geworden. Lotus! Ja, ne, fluchsicher, kommt getappt ins Spiel. Wenn das Lotusfeld ins Spiel kommt, opfere 2 Länder. Die darf man aber das Mana vorher rausziehen. Und für Tappen erzeuge 3 Mana genau einer beliebigen Farbe. Ist doch gut. Ja, und es ist auch kein legendäres Land. Das heißt, man dürfte es sogar auch mehrmals im Spiel haben, wenn man den will. Ne? Mhm. Wobei natürlich jetzt nicht ein Lotusfeld für Lotusfeld opfern willst oder so. Lotus. Aber das ist einfach, ja. Doch, also ich schon, ne? 2 Lotusfelder opfern für 1 Lotusfeld. Ja, ist klar. Praktisch. Ja. Was so. Denn sonst? Ah, nochmal Dino. Ja. Das war der letzte Lotus. Verwesender Regisaurus für 3 Mana 7/6 Zombie-Dinosaurier. Ah. Zu Beginn seines Versorgungssegments wirfst du eine Karte ab. Aber dafür ist das 7/6, ne? Ja, das Problem ist ja, wenn du keine Karte mehr abwerfen kannst, dann ist ja egal. Stimmt. Ja, das habe ich beim ersten Mal auch gelesen. Okay. Da steht ja nicht drauf, dann liegt die Kreatur im Friedhof. Dann ist richtig geil, ne? Ja, der ist, also,
Ne? Also sowieso. Ich weiß nicht, aber die Karte, ich glaube nicht, dass die dann im Englischen ein anderes Wording hat oder so. Also sowieso gibt es das so. Wirf eine Karte ab. Ja. Wenn ich nicht kann, dann... kann ich nicht. Ne? Also Untap, Enttap-Phase, Versorgungsphase, Karten-Ziehphase, erste Hauptphase. Ne? Ja. Dann kannst du ihn halt vielleicht nicht ganz so schnell legen, weil anfangs musst du halt abwerfen. Nachher ist es aber egal. Aber, ja, aber wenn du eine blöde Karte hast, dann kannst du die abschmeißen. Ja, vielleicht mache ich doch rot-schwarz. Rot-schwarz-grün-Dino. Scheißegal, weil ich es vorher nicht. Ich habe zu X-Lander nicht Dinosaurier gespielt. Dinosaurier-Revival. Keine Ahnung. Losgerissen hat Berserker. Mal gucken, was er ist. Ne? Der hält plus 2 plus 0, solange er angreift. Hm? Schutz vor Weiß. Totengräber, yo. Geldkassette der Wahrsagerin. 4 farblose Artefakt. Ein farbloses Tappen. Bestimme einen Kartennamen und decke dann die oberste Karte in der Bibliothek auf. Falls die Karte den bestimmten Namen hat, opfere die Geldkassette der Wahrsagerin und ziehe 3 Karten. Aktiviere die Fähigkeit, nutze am Zauberungsfunktion noch nicht so weit weg. Und ja. Golos unermüdlicher Pilger. Spezielle Karte, die aber auch schon ihren Wert gebildet hat. Für 5 beliebige Mana, 3-5. Eine legendäre Artefaktkreatur. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Länderkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach deine Bibliothek mischen. Und dann für 2 beliebige und dann 1 Mana jeder Farbe, schicke die obersten 3 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst in diesem Zug spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Halt sehr speziell. Hm. Ja. Aber wer da Bock drauf hat, kann sich ja was draus zusammenfummeln. So, mein letzter Booster. Gleich kommt noch mein letzter. Aber es gibt mir nochmal den Sorin. Auf jeden Fall nochmal er. Himmelsritterfot, sehr schöne Ankamkarte. Gedankenverzerrung, nochmal Julian am Morgen. Ja. Waldland-Champion für ein grünes, ein beliebiges 2-2 Elfenspeer. Immer wenn ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen, lege entsprechend viele +1/+1 Marken auf den Waldland-Champion. Für Frau kann man auch richtig gut reinspielen. Und nicht der Sorin, das Abbild der Ahnen. Farblose Mana, so wie das Abbild der Ahnen ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturentyp. Kreaturen ist bestimmt ein Typ, die du kontrollierst, also +1/+1 ist gar nicht mal schlecht. Und für 3 beliebige Mana und Tappen schaue die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte des bestimmten Typs offen vorzeigen und auf die Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter der Bibliothek. Unter die Bibliothek. Ist gut. Also die macht mein Tribe stärker. Mein Dino-Tribe zum Beispiel. Ja. Ne? Und dann kann ich mir immer noch Dinos raussuchen, die dich dann angreifen und töten. Und dann jammerst du wieder ganz viel. Und es ist aber allen egal. Ich hab eine Foil. Ja. Fahrtbrenner. Sakrales Sekret, ja. Waldland-Champion, Nachmacher. Elfischer Erneuerer. Ein grünes Mana, 1-2 Elfenkrieger. Der Elfische Erneuerer hält +2/+2, solange sich 3 oder mehr Länderkarten in deinem Friedhof befinden. Okay, muss man also auch ein bisschen drum spielen. Und für 2 Mana tappen, opfere ein Land. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Länderkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Was habe ich dir beigebracht? Was bringt der Effekt? Was macht der? Was hat der für einen Vorteil? Ja, du kannst halt Land noch tappen. Er dünnt dein Deck aus. Stimmt, ja. Ja, genau. Schon wieder ganz vergessen. Genau. Und eine friedliche Bucht und eine Vollsorin. Große Enttäuschung. Das war also entsprechend. Aber bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Gut, ich bin eigentlich auch zufrieden mit der Ausbeute, also spielbare Karten. Ich glaube, wir haben euch einen Einblick vermitteln können in Hauptset 2020. Ja. Schaut mal in die anderen Videos rein. Wir haben uns da richtig schön durchgeunboxt. Es werden noch Duell-Videos kommen und wir stellen natürlich noch die anderen Produkte vor. Also Bundle ist noch dran. Ne? Und auch das Themenbooster ist noch dran. Ja, und die Deckbaubox. Ha, die gibt es nämlich auch noch. Ne? Jetzt wieder. Ja. Nice. Ja. Und schreibt mal einen Kommentar, wie so eure Feelings zum Hauptset 2020 sind. Und wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und entsprechend kommentiert, dann seid ihr bei Verlosung mit dabei. Und nochmal, wie gesagt, dann könnt ihr da eine tolle Playmat gewinnen. Aber wir sind jetzt raus. Sind jetzt raus und bauen uns erstmal ein Deck. Dinos. Zombie-Dinos. Okay. Die dir richtig. Nein. Okay. Ja, sind wir raus. Tschüss. Tschüss.